Ja, ich denke, im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein. 6-1, das höchste Ergebnis, was Hohenstein, die ja momentan deutscher Meister sind, in dieser Saison erreicht hat, war, glaube ich, 5-1 und 6-2. Defensiv super, offensiv schwierig, selten den Ball gehabt, aber ich denke, für uns war es richtig, richtig gut. Können wir sehr zufrieden sein. Ja, also ich war mit der Leistung an sich zufrieden. Das erste Spiel nach der Winterpause, hatten 3 Wochen Pause, hatten bloß Eigenvorbereitung mit Laufen und Kraft. Und jetzt das erste Spiel wirklich auf gutem Niveau. Potsdam hat gut gespielt und ich bin zufrieden. Ja, wir sind halt eine eingeschworene Truppe. Ist alles ein bisschen familiärer, dadurch, dass wir so wie oder dass man nur zu fünft auf dem Feld steht. Man hat häufiger den Ball. Und da, gerade das liebt man ja, wenn man den Ball selber hat. Man hat mehr Aktionen und ja, das macht halt eine Menge Spaß. Immer viel Tempo, es geht hoch und runter und ja, macht man einfach gerne. Ja, also wir wollen auf jeden Fall Meister werden hier in der Liga. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und darüber hinaus wollen wir Deutsche Meisterschaft spielen, definitiv. Egal wie weit wir kommen, weil es gibt auch noch andere gute Mannschaften in Deutschland. Es ist nicht nur der VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. Und es sind wirklich Spiele auf Augenhöhe, da kann man auch mal eins verlieren. Aber wir wollen auf jeden Fall Deutsche Meisterschaft spielen und so weit kommen, wie es wirklich möglich ist und geht. Ja, ganz klar unsere Offensive, denke ich. Also defensiv sieht das richtig gut aus, aber jetzt im Futsal rotiert man ja viel. Ja, da müssen wir uns einfach noch verbessern. Ein bisschen mehr Passsicherheit, Ballkontrolle, aber ansonsten denke ich, ja, wenn wir das schaffen, dann ist der Mittelfeldplatz auf jeden Fall drin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.